Und damit herzlich willkommen zurück im ETS2 Multiplayer. Mit dem Randy. Und dem Glicky. Und dem Däumchen. Und dem Däumchen. Ach ja. Naja, gut. Wenn du beim Dings da alles rum. Naja, das ist halt ein Problem. Kannst ja nicht die ganze Nacht rüber das Radio anlassen. Das geht ja alles auf die scheiß Batterien, ne? Ja, aber Radio hält er locker durch. Ach so. Ja, das ist kein Problem. Ich hab ja die ganze Zeit, auch die ganze Nacht durch, hab ich ja meistens die Heizung jetzt laufen. Standheizung. Und der Kühlschrank läuft ja auch ständig. Mhm. Weil wenn du es ja warm in der Bude machst, willst du ja nicht, dass dein Zeug warm wird. Ja, aber na, der Kühlschrank, das wird auch so eine Sache. Mal gucken, ob ich da mein ganzes Zeug für eine Woche reinkriege. Das ist natürlich scheiße, ne? Also der Amaktros hier, der war damals schon groß, der war flach halt und relativ breit. Und der da ist jetzt nicht mehr so breit, aber halt hoch. Da kannst du halt wirklich sagen, so eine 1 Liter Cola-Flasche, die kannst du aufrecht da reinstellen, kannst den Deckel zumachen. Ja, also da passt wirklich richtig was rein. Hast du ja auch gesehen, glaube ich. Ja, ja. Ja, das ist beim, schon beim TGX nicht, oder was? Nee. Der ist nur so breit. Ganz, ganz flacher, ne? So breit ist der auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da. Aber wenn das das Größte von allen ist, dann muss doch ein großer Kühlschrank drin sein. Nö. Nee. Wie gesagt, das ist hier zwar ein großes Fahrerhaus, aber ja. Das war's dann meistens auch schon, ne? Das ist hieß halt immer, welches Unternehmen sich da mehr an den Kopf macht, was für ein Fahrer vielleicht besser ist oder irgendwie sowas. Das ist halt nicht so. Kannst du da noch separat was reinnehmen? Also aufrüsten. Umrüsten. Nee. Ne? Du kannst so einen scheiß Stehkühlschrank, dann nimm da auf den Platz weg und selbst wenn das ein Kompressor ist, wenn du 40 Grad in der Bude hast, dann schafft es der Kühlschrank nicht mehr. Na so. So, ich muss hier links. Ich muss Postbeat. Bin ich da auch, oder? Ist das Postbeat, oder? Ne? Ja. Glaube, ja, wenn es fressen für eine Woche nicht reib ist, würde ich sagen, ich brauche einen größeren Kühlschrank-Arm. Ja, dann wird das auch eine Killer zwischendrin einkaufen. Ja, weil ich, da würde ich sagen, Arm, so ist du genau, die Zeit haben wir nicht. Das sehe ich ja nicht so. Zwischendurch einkaufen, wenn ich so viel Freizeit hätte, so schlimm, da würdest du jeden Tag mit mir noch Dota 2 spielen. Synchronisiere Fortschritt mit World of Trucks. Ja, du kriegst jetzt einen Auftrag dort eingetragen. Und dann wärmen sie dich vielleicht irgendwann an. Dann sagen die, hey, der Sachsen-Netzplayer, der hat's ja ohne Schaden geschafft. Richtig. Das sagen wir an Achim weiter und der Achim ruft mich dann an. Ja. Aber dann sagen wir, was willst du denn vor einer LKW haben? Ja, ich glaube, das ist das für dich. Wenn ich YouTube wirklich mal aufhören sollte, oder so ist echt halt, genau in die Zeit vorbei ist, dann lass mir einen LKW-Führerschein finanzieren und fang bei euch an. Ich glaube, das ist ein Job, den kann ich auch. Alleine bin ich sowieso. Gut, fahren lernen müsste ich es noch, aber. Ja, das Problem. Also, was ist das Problem? Da kann ich dir sagen, wir haben einen Mitarbeiter, der kommt auch aus deiner Gegend. Also direkt, der wohnt direkt auch dort. Deswegen, also, so ein Problem ist das halt nicht. Ne? Kommt halt immer drauf an, was du fährst. Oder schauen wir erstmal, was wir jetzt fahren. Nehmen wir wieder so einen externen Auftrag. Na klar, neuen Auftrag suchen, mach die Seite auf. So Jobmarket. Aber wo stehe ich jetzt? Ach, ja, das hat er automatisch erkannt, dass wir in London sind. Ja, und guck, jetzt kannst du so lesen. Quick Personal Stats, ein Auftrag. Total Masse Transport. Nein, dann. 14 bin ich schon. So. Wir sind ja gleich bei Postbeat, da können wir gleich, also hast du oben auch Postbeat nach Southampton, oder? Das habe ich, ja. Da haben wir drei Stück, welchen nimmst du? Nicht, dass wir uns helfen, weil dann wird es ja wahrscheinlich Probleme geben. Was ist ein Trivers? Spülmaschinen, oder was? Dryers, Trockner. Ach, Trockner, na gut. Ich hatte ja gedacht, bei den Heuballen, das sieht man irgendwie so Heuballen, nee, ist das, da. Die können ja nicht neues Zeug einfügen. Ja, das ist ja das Problem. Ach, dann nehme ich halt Trockner. Outdoor-Tails und nochmal Strohballen, das ist Strohballen, hatte ich ja gerade. Outdoor-Floor. Dann nehme ich Outdoor-Floor. Habt ihr das jetzt ja überhaupt gesehen? Ja, Wahnsinn, das hat er. Blinded. Ja. Ich hab unterschrieben, ne? Da kenne ich nichts. Ja, ja, kenne ich auch nicht. Dann tue ich mal aktualisieren. Den ganzen Spaß im Glas.
Auftrag Haartrockner. Hast du nicht gesagt, ja, das sind Trockner? Ja, es stand nur da Trials, Trockner. Ja, stand jetzt nicht da. Nö, hab ich halt Haartrockner. Ich hab Fliesen. Ausfliesen. Du bist eine Fliese. So. Quarzgang möchte mal reinlegen. So, da geht's so weiter, die wilde Fahrt. Man kann aber auch, wenn du jetzt vielleicht gesehen hast, oben noch die Distanz einstellen. Wir haben ja jetzt auf minimale Distanz, ich glaube, das sind immer nur so 200 Kilometer. Ja. Bist du da? Ja. Wir haben denselben Trailer, siehst du es nicht? Nur ich habe halt Fliesen. Wahnsinn. Oh, jetzt muss ich halt eh noch hier vorbeidrängeln. Solche Szenen wünsche ich das, dass die einfach mal so zack, dann kommt auf einmal Kollision und dann werden die hochgeschmissen von der Hecke 5 Kilometer weit, das Spiel lässt sich nicht mehr schließen und läuft dauerhaft weiter. Da ist nichts mit reparieren, weil F7, die Taste in der Zwischenzeit verabschiedet sich auch. Ach scheiße. Was denn jetzt? Ja. Sind wir in England. Oh. Ich frage mich, was du machst. Guck mal, ich fahre die ganze Zeit richtig. Genau. Sorry, schreibt Eva. Oder? Sorry, du, oder? Nö. Da. Hat er gut gemacht. Also vom Gewicht her bin ich gut dran. Oh, bei mir hängt's. Jetzt nicht mehr. Hätte ich jetzt die Meldung nicht gekriegt, falsche Straßenseite. Ah, Gott. Du machst Sachen. Ja, England, das ist schlimm. Aber was ich merke, es ist ja... Ja. Immer noch weiß hier. Naja. Wer hätte es gedacht? Das ist immer noch weiß. Kann ich hier irgendwas... Licht hinten dran? Ja. Meine Weihnachtsbeleuchtung da hoch, oder? Ja, nee, gerade hinten auf der Plane habe ich so gesehen. Ich habe jetzt von hinten auf dem LKW geschaut. Sperr die Fliesen. Ja. Was wiegen denn meine Föhne? Meine Föhne wiegen auch 13. Ja, deine Ube geht, Alfred. Dokus Quack? Ja. Was es auch immer ist. Ah, das war der kleine süße Enterich. Da immer hier gesungen hat, warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, ganz fröhlich. So ausgesprochen fröhlich. So fröhlich war ich nie. Ich war schon öfter fröhlich. Ganz fröhlich, tatsächlich. Okay. Das war so, das lief so im Abwechslungsbereich mit Benjamin Blümchen. Also. Ha, damals. Damals noch. Kurz nach der Wende. Ja, da hat man sich ein Lied gebraucht, dass man da fröhlich wurde. Ja. Aber es war halt, ne? Ich glaube, mein Vater hatte das damals alles auf die Videokassetten aufgenommen. Also, falls du es nicht kennst, ne? Hängt. Ich hab noch daheim in meinem alten Kinderzimmer hab ich noch einen VHS-Rekorder. Ne, wunderbar, da bringe ich mal Videos mit, machen Videoabend. Naja. Da habe ich noch ein. Es ist noch alles da, ich hätte doch gesagt, das wird nicht weggeschmissen. Sämtlicher Scheiß. Ja, es wird aber nicht mehr funktionieren. Doch, doch. Also jetzt die Bänder, weil das sind ja Magnetbänder ganz normal und die haben normalerweise so eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. Ja, da halten sie noch ein paar Jahre. Ui, da bin ich schon vorbeigezogen. Alter, jetzt hast du aber einen Turbine gehauen. Ja. Hab's genau gesehen. Jetzt hab ich alles noch so Kassetten hier, der Uelzenbande, hab ich glaube alles auf Kassette. Ach hier, ein Land vor unserer Zeit, gut, da warst du schon raus. Das war nur so Schrut, ich weiß gar nicht, was das noch alles war. Ich glaube, sämtliche Anime-Serien, die damals auf RTL 2 liefen. Ich glaube, ich hab von Yu-Gi-Oh! Ich glaube, alles irgendwie aufgenommen. So. Natürlich mit Werbung. Natürlich mit Werbung. nee, das ist natürlich nicht. Was war's? Wenn man sich das mal wieder reinzieht, dann, ne? Und auch die Qualität cool, vor allen Dingen.
Kannst du zur Mutter gehen, ich will ein Tamagotchi! Das ist doch aus der Mode, ich will! Ich hab das im Fernsehen gesehen! Schnö, da sind aber noch irgendwo ein paar Kassetten. Ich wüsste, müsste ich wirklich, wenn ich bei der Mutter bin. Ja, ja, ich auch. Irgendwo mal gucken, irgendwo gibt's bestimmt Kassetten, das Ding. Shit! Noch halte ich mich auf der Leitplanke. Ach, gerettet, hast du das gesehen? Ja, ich auch, schau, 3% Schaden an der Wahl. Du hast plötzlich abgehoben. Ja, die Leitplanke hat mich gelitten. Ja, auf jeden Fall, mein Gott, ich will doch das Scheißding ausmachen, so. Auf jeden Fall, das sind irgendwo Kinderfilme. Mhm. Und irgendwo mittendrin, das weiß ich noch, hab ich damals extra so clever gemacht, waren ja alle mal jung, ne? Irgendwo mittendrin kommt dann auf einmal, zack, ist es weg, kommt auf einmal DSF. Die nackten Frauen? Ja, ja. Kommt ich glaube, das haben wir alle gemacht. Da kommt dann einfach mal mittendrin, schlummel dann einfach mal so 6 Stunden zu diese DSF-Scheiße und dann geht's wieder weiter mit den Filmen. Ja, es ist halt einfach überspielt. Ne? Also ich habe ja die ganzen Großveranstaltungen damals, die noch auf RTL 2 liefen, von der WWF. Nein, das hat nichts mit Tieren zu tun. Das hat was mit Wrestling zu tun. Das war noch cool. SummerSlam und Survivor Series und Royal Rumble und ach, wie die sich geklappt haben. Das habe ich noch alles auf. Also die müssten irgendwo sein, aber ob die noch gehen, ist halt die Frage, ne? Das ist halt so. Aber nicht das mit dem DSF, da liefen ja unten noch irgendwelche Telefonnummern durch, da kommt man ja wie chatten, ne? Unten mit so Dingern. Also da muss ich dazu sagen, dadurch habe ich zum Beispiel auch 2 Damen kennengelernt. Wahnsinn. Aber die eine wohnt mittlerweile nicht mehr hier. An mir lag's nicht. Ich saß gleich. Das hast du geschrieben. Michel, sympathischer Obstbauer aus Zwickau. Nee, also, die hatten doch da die Nummern reingeschrieben. Achso. Da ging das ja noch, weißt du? Und da stand du in Orte, dachte ich, ey, das ist ja in der Nähe. Und dann einfach mal hier so, weißt du, als dumme Titeldei geschrieben. Und dann ging das da, also, ja, die hat er zurückgeschrieben und dann hier so, ne, und wie es denn aussieht. Das war unterhaltsam. Naja. Ja, muss man echt sagen. Aber die hatte dann, ja, irgendwann hatte die dann einen Freund und mit dem ist die dann, weil er irgendwo dann Arbeit hatte, ich glaube, die wohnen jetzt in Stuttgart. Wahnsinn. Irgendwo weiter weg, ich glaube. Aber hin und wieder schreiben wir trotzdem noch. Wie gesagt, die kenne ich jetzt bestimmt schon. Boah, das wird schon eine Weile sein, also 8, 10 Jahre so. Das alles durch die DSF. Ja, oder, warte mal, war das DSF? Ja, Super RTL hatte den Schrutz damals auch. Da lief dann immer so ab Mitternacht, konntest du da anrufen, wenn solche Spiele da irgendwie übers Handy spielen oder so. Nein, das war aber kein Spiel. Nee, warte mal, jetzt muss ich genau überlegen. Nee, das lief damals, ich glaube, bei MTV oder VH1 unter den normalen Videos konntest du da Grußbotschaften und so machen. Und da war das, glaube ich. Naja, der ist. Genau, ich habe mir doch früher nie was mit nackten Frauen angeschaut. Stimmt, den Schutz gab es damals auf MTV. Da ging es auch, also in dem Video ging es glaube ich auch auf. Also jetzt nicht um nackte Frauen, aber wie soll ich sagen, da hatte der J-Lo gerade ein neues Video rausgebracht, ne? Und da, das ist das, wo die da so am Strand rumhirschelt, ne? War schon auch schön, weil man sieht halt, die dreht nichts drunter. Wahnsinn. Und der Wind war manchmal ein bisschen intensiver. Ja. War ein schönes Video. Damals war es noch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie die Musik war, aber. Es ist ja erstmal egal. Die war ja damals schon, ne? Aber die hat ja dann auch so Aussehen gehabt. Das war dann nicht so schön, aber wo das erste Lied da, so dachte ich schon, die ist aber schick. Ja, das war damals noch ein Highlight. Naja, die auf jeden Fall. Heutzutage, da siehst du Filme und Bilder, da denkst du dir, kenn ich schon. Ja. Aber das war halt, ja. Ist ja eine hübsche. Ist auch eine hübsche. Ich kann mich noch daran erinnern, Alter. So damals Super RTL, den Schrutz, Alter. Teletext, das gibt's heute auch noch. Das ist ja das Internet der alten Männer. Oder der alten Menschen, das Internet. Ach, damals auch solche Spiele, Alter. Hast du angerufen, kam 50 Cent. Konntest du damit einen Tasten irgendwie so hier pixelmäßig, weißt du, den Mann durchs Labyrinth steuern. Und lauter so eine Scheiße. Ach, was ich damals mit der Mutter ihr Handy alles gemacht hat. Die hat sich gefreut. Das war Gott sei Dank Prepaid-Handy, aber da war Geld drauf. Jetzt bestimmt später war es alle. Das lag alles nur an Pixelmoin. Ja, ja.
Was auf die Leitplanken? Bremsschirme. Ich bin extrem langsam. 30 km/h. Kann man ja. Ach ja, die Zeit. Aber wir sind erstmal fertig. Und gleich da. Deswegen das Däumchen nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.